Jörg, moin moin. Komm gerade unter der Dusche, Kaffee vor der Flinte. Ja, schön dich zu sprechen. War gestern relativ Ja. deftig, ne? Ja, irgendwie schwierige Spiele, auch nicht so schön. Aber so ist das manchmal. Ich meine, wenn es so große Unterschiede gibt zwischen den Mannschaften, also hinsichtlich wer Favorit ist und wer nicht, dann wählen die kleinen Mannschaften halt immer die Option, eisenhart zu verteidigen. Also in den beiden letzten Spielen war das dann sehr, fand ich, ja, zäh. Ja, in den vermeintlichen Handicap-Spielen oder Overspielen ging es alles 1-0 aus. Also gut, kann man erahnen. Hat uns natürlich ein bisschen geärgert, weil die Sportwetten-Dinger halt beide hier, die eine Nummer, schöne Grüße auch an Tippkönig, Grüße. war ja nicht drin. Das heißt, wir haben nur zwei von drei jetzt drin. Aber ja, auch Iran-Spanien-Handicap hatten wir ja auch gemacht. Hatte, glaube ich, der Tippkönig in seiner autonomen Vielfalt auch getan. Ja, waren wir alle nicht mit drin. Mich ärgert so ein bisschen, weil ich blöderweise den richtigen Ergebnistipp in meiner Tippgemeinschaft hatte ich natürlich mit Portugal, weil das war für mich so ein klares 1-0. Warum habe ich das nicht genommen? Bisschen ärgerlich. Ja, gehen wir einfach mal die Spiele nochmal durch. Wir haben ja noch nicht über die Bleiben wir Spiele erstmal vom bei Tag. gestern kurz. Okay, gut, wenn du Was, willst. Also was? Portugal fand ich, also Marokko, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die eigentlich so viel richtig macht und dann am Ende verliert. Das war ja schon im ersten Spiel so. Eigentlich schade, Seltsames Spiel. dass die raus sind, ne? Ja, auch ein bisschen unglücklich. Ich fand, es gab zwei Szenen, da hätten sie auch einen Elfmeter kriegen können. Aber wenn dann halt der Videoschiedsrichter der Zweier ist, der schon in Bayern keinen Elfmeter also gibt, dann hast du halt als Marokko die Arschkarte gezogen. Die haben sich darüber im Nachhinein beschwert, kann ich auch verstehen. Also ich fand, da waren zwei Sachen, zwei Fouls, wo man denkt, also eins davon ist auf jeden Fall ein Elfer. Aber Portugal hat so gespielt bei der Europameisterschaft und Marokko hat einfach vorne, die sind nicht schlau genug, um da mal einen Ball ins Tor zu bringen. Aber sonst eine gute Mannschaft. Ja, eigentlich ja, wie gesagt, schade. Also das ist wirklich so ein Team, was dann ausscheiden wird, obwohl es eigentlich nicht so hundertprozentig dieses Ausscheiden verdient hat, weil die Leistungen ja eigentlich korrekt waren, aber man sollte halt auch mal ein Tor schießen. Darum geht es im Fußball. Ja, Tore zählen. Uruguay, tja, das war auch so eine Nummer, ne? Also, was sagst du Ja, also dazu? erstmal hat man gesehen, die Saudis sind gar nicht so schlecht, also sie sind auch relativ spielstark und die ebenfalls so spielstark genug, dass die Uruguayer gesagt haben, wir spielen da relativ vorsichtig und defensiv. Im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht haben die sich auch einfach schon begonnen einzuspielen für das Achtelfinale. Weil sie ja da gegen eine starke Mannschaft spielen und da müssen sie, glaube ich, erstmal zusehen, dass sie hinten kein Tor kriegen. Ja, aber Und das ist also dann doch wenn. eigentlich, das ist doch, nee, das kann doch nicht sein, weil das finde ich doch ein Warum bisschen nicht? fahrlässig, weil wenn du sowieso noch einen dritten Spieltag hast in der Vorrunde und kannst dich dann einspielen oder was Nee, so probieren. ist, glaube ich nicht. Ich glaube, du brauchst mehr Spiele, Ach, dann wollen um die die rotieren, meinst Mechanismen. Nee, glaubst du einfach, brauchst mehr Spiele, um die Mechanismen einzubauen. Und also wenn Uruguay gegen Portugal im Achtelfinale spielt, dann da kannst du aber gleich schon mal mit dem Elfmeterschießen starten. Weil viel wird da nicht passieren. Ja? Also, Ja das gut, wird gut hart. möglich. Aber dennoch, also ich finde schon, also gegen Saudi-Arabien hätte Uruguay auch doch ein bisschen mehr machen können. Also das hätte man früher Warum? nach Also, sie Hause haben schaukeln ja. können. Ja, fürs Nervenkostüm vielleicht auch. Also Wieso? ich weiß es nicht. Also ich meine, eine Frage ist mir auch noch aufgekommen. Ich weiß nicht, wie du die Szene gesehen hast. Die Saudis, wollten die gar nicht so weiter auf den Ausgleich drängeln? Oder hatten die das gar nicht auf dem Schirm, dass sie das eventuell hätten hinkriegen können? Weil es gab irgendwie, glaube ich, Wieso? in Die haben doch der. das gemacht, was sie auch in allen Testspielen gemacht haben. Die Saudis haben auch immer nur ein Tor geschossen, wenn sie schnell aus dem Mittelfeld kontern konnten. Und die Uruguayer haben gesagt, ihr kontert uns gar nicht aus, weil wir committen gar nicht. So, und damit war der Drops gelutscht. Die können überhaupt kein Tor Ja, aus aber dem Spiel ich richtig verstehe eine schießen. Szene nicht. Also, es ist, glaube ich, irgendwie ganz am Ende des Spiels. Ich weiß nicht, kurz vor der 90. oder so, kriegen die einen Eckball. Und es steht 1-0. Also, da würde ich doch fast sagen, halt so: Trainer, beorder den Keeper nach vorne, gib alles, damit wir hier einen Punkt holen und vielleicht sogar noch Spannung in die Gruppe reinkriegen, oder nicht? Und für uns. Also, ich meine, du kennst es ja auch beim Eishockey: Empty Net-Ding und was weiß ich. Ja, was sind die Da war ja noch Saudis? nicht Was mal. wollen? Die können auch 20 Saudis in die Box stellen. Die schießt doch gegen Uruguay kein Eckball rein.
Ja, aber für mich sah das so aus, als wären die mit diesem 1-0 schon so Ja, aber zufrieden. Nur 1-0 gegen Uruguay, da ja, aber müssen wir es gar ist doch nicht nicht dagegen. wichtig. Und dann Ist ist es nicht so, ja doch, aber irgendwie schon. wichtig. Also ich finde, dann passiert dieser Eckball und der Muslera fängt ihn sich und schmust mit dem Ball und hat natürlich Zeit. Weil dann ist unser Handicap nämlich schön drin, weißt du? Weil wenn dann wirklich Empty Net mäßig der Keeper mit nach vorne geht, dann ist der Ja, Muslera auf aber einmal schneller, es steht schau, ja, aber 2-0. schau doch mal. Das ist genau so ein Problem, was Leute haben, die ein Handicap spielen, was ein Fußballer nie interessieren wird im realen Leben. Ein Fußballer interessiert nicht, ob irgendwer ein Handicap hat. Interessiert Ja, einfach das ist nicht. klar, dass der nicht Ja, an also mich brauchst du denkt. dich auch nicht, ja, aber brauchst du dich auch nicht fragen, warum der nicht so denkt wie du. Ja, ist überhaupt, Ja, aber ich war doch auch kommt selber nur mal jemand drauf, Fußballer. der Also ich meine, pass Handicap-Wetten mal auf, spielt. ich verstehe da halt eher auch die Saudis nicht. Mir geht es ja nicht ums Handicap, mir geht es eher um die Saudis, dass die nicht versuchen, auf den Punkt zu gehen. Das sollte doch das primäre Interesse eines Sportlers sein. Zu punkten. Also Tore zu Komm, erzielen, wie wir ja eben vergiss schon den sagten. Handicap-Quatsch. So funktioniert das nicht. Dieses Problem haben nur Leute, die eine Handicap-Wette gespielt haben. Sonst niemand auf der Welt und schon gar kein Fußballer. Ja, ich meine, Handicap klingt ja eigentlich wie ein Problem. Okay, ich denke drüber nach. Ist es auch. Ja, okay, kurz zu Spanien vielleicht noch was. Hätte. Also erstmal hat man gesehen, die Iraner haben ja einen portugiesischen Trainer, der weiß, wie man Tiki-Taka verteidigt. Mit Sechserkette, Fünferkette, was auch immer Kette. Die haben das sehr gut gemacht. Die waren auch körperlich stark. Ich fand, die Spanier haben sehr viele Probleme gehabt, da einen Weg durchzufinden. Und ich fand vor allen Dingen auch wieder, nachdem sie dieses Zufallstor gefunden hatten, also zufällig deshalb, weil der eine Iraner ja den anderen einschießt und von da aus der Ball ins Tor Ja geht. gut, kann Also, man auch anders sehen, weil kurz vor der Halbzeit hätte der abgefälschte Ball auch passieren können. Dann würden wir ja nee, wahrscheinlich jetzt aber anders also, sprechen. ja, aber es war Also. nicht klar. Nee, aber ich fand vor allen Dingen auch erstaunlich wieder, dass die Spanier nach dem 1-0 wieder überhaupt für ihre Verhältnisse gegen so eine schwache Mannschaft keine Ballkontrolle hatten. Also klar hatten die dann mehr den Ball als gegen Portugal, aber richtig verhindern können, dass da ein paar gefährliche Angriffe bei rumkommen, das haben sie nicht geschafft und dann haben sie auch meines Erachtens sehr viel Glück gehabt mit dem Ausgleich. Also schon richtig, dass der abgepfiffen worden ist wegen dem Abseits, aber Absolut. der Ball geht ja im Grunde genauso durchs Tor. Also wenn er nicht im Abseits steht oder so, das war ja einfach so eine Gemengelagesituation. Hätte mich mal interessiert, was dann passiert wäre. Also ob die Spanier dann noch ein zweites Tor gefunden hätten. Aber also ich finde nicht schade, dass der Iran ausgeschieden ist, aber ich fand, die waren auch körperlich am Ende stärker als die Spanier, dass der Iniesta da 70 Minuten da rumläuft bzw. Ohne Witz, rumsteht ich und da scherze nicht nicht, mehr ich habe mir kann. gestern in der 59. Kommaminute, irgendwo habe ich sogar eine Notiz, ich finde sie jetzt gerade nicht, eine Notiz gemacht, wo ich an dich gedacht habe, weil exakt vor der 60. spielt er einen Fehlpass, wo ich mich kaputt gelacht habe. Und ich musste natürlich an dich denken, weil du hast benannt 60 Minuten und dann ist er eigentlich durch. Das war exakt so. Ja, und sie haben ihn nach 70 wieder ausgewechselt. Ja? Also genau nach 70 ist er rausgegangen. Der wird jedes Spiel nach 70 rausgehen. Ich glaube aber, gegen gute Mannschaften ist das, der mag vielleicht, sagen wir mal, ein mentaler Taktgeber sein, der spürt Dinge gut, Ja, eine Halbzeit aber ist der auch also gut. körperlich Also, ist der schon ein der hat ja eine Problem. gute Übersicht. Hast du ja teilweise in Szenen gesehen. Aber exakt fand ich halt fand ich halt irgendwie sehr auffällig. 59. Minute kommt dieser Fehlpass. Also, und da merkst du so richtig so, ja, die Frische im Kopf ist vorbei. Der Jörg hatte recht. Mehr als 60 ist da nicht drin. Ja gut, aber das ist ja jetzt auch nicht, das ist ja nicht besonders schwer zu sehen. Also ich Ja. meine, ja, der ist halt alt und der war nie richtig schnell und körperlich stark. Das wird nicht besser, wenn du älter Ja. bist. Und der ist wahrscheinlich auch nicht so dedicated wie Cristiano Ronaldo. Der ja offen, also der war zwar auch schon langsamer ist, als er früher ist, aber für das Alter ist er einfach der Hammer. Ja. Muss man mal Und sagen. ja, blöd für Aber gut. Spanien, die haben nichts Adäquates auf der Bank, also weil Thiago hatten wir auch schon mal besprochen, ist ja auch so eine Mogelpackung, wenn er dann kommt. Wurscht. Okay, dann hatten wir den Senegal gegen Polen. Senegalesen hatte ich ja auch schon mal angedeutet, dass ich die nicht unterschätze. Aber ja, die Polen waren aber auch einfach nicht gut, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist so ein Spiel, wo man dann im Nachhinein sagt, ja, das war ja klar oder die waren nicht gut. Ich fand, die Polen waren eigentlich gut. Also die waren vor allen Dingen am Anfang gut. Die haben auch, finde ich, ganz interessante Spielzüge gehabt. Was man am Anfang sehen konnte, war, dass der Senegal hinten wirklich gut steht. Also
Nicht nur, weil die so ein paar Kanten haben, sondern die verteidigen auch wirklich gut als Gruppe zusammen. Ja gut, die Polen sind aber auch nicht die schmächtigsten. Ne? Also ich meine, die können ja schon körperlich dagegen halten. Ja, ja, aber, aber beim Angriff geht es nicht darum, körperlich dagegen zu halten. Da geht es sozusagen dann schnell eine Kombination zu spielen. Ich fand, die Polen haben das gar nicht so schlecht probiert. Ich fand, beide Tore waren irgendwie ein Witz. Also von daher kann ich den Senegal... Ich habe aber im Senegal gedacht, okay, die stehen gut, du willst auch nicht in Rückstand geraten, dann wird es wirklich schwer. Aber wie der Senegal ein Tor finden will aus dem Spiel heraus, das nicht sozusagen darin besteht, dass die andere Mannschaft ihre Clownsschuhe anzieht und sich zum Vollhaus macht, wird auch schwer. Ja gut, also da hast du noch keine hundertprozentige Einschätzung, ob es weitergeht als eventuell Achtelfinale. Schwer zu sagen, ne? Ja, da ist auch viel möglich. Also ich meine, der Senegal im Achtelfinale wird schwer zu spielen sein. Also wenn er da hinkommt, glaube ich schon, dass die jetzt eine sehr gute Chance haben. Sowohl England als auch Belgien, das werden ganz gute Begegnungen sein. Gut sind die schon, aber wenn der Senegal mal im Rückstand ist, wird es ja eben auch schwer für die. Tor finden die nicht so. Ja, das stimmt. Ja, also die kontern ganz gut, also so bestimmte Ideen, die da haben, das sind relativ einfache Spielzüge. Aber wenn es dann komplizierter wird, dann ist immer wieder das Problem mit den afrikanischen Mannschaften. So 7, 8 Leute im Angriff kriegen sie immer nie zusammen koordiniert. Da laufen immer nur 3, 4 synchron und dann ist immer schwierig, Tor zu schießen. Aber trotzdem, gute Leistung, sie haben das Spiel gewonnen, das war wichtig. Die Gruppe ist ja sowieso eine totale Freakshow, wo die Japaner gewonnen haben. Und jetzt der Senegal, also... Ja, das... Senegal zum Beispiel gegen Japan ist so ein Spiel, wo ich denke, die werden beide mit einem Unentschieden total zufrieden sein. Muss jetzt nicht unbedingt unentschieden bei rauskommen, aber... Ich kann mir vorstellen, dass ich da auf den Senegal gehe, weil da können sie ihren Körper... Aber die Japaner waren auch viel besser als ich Also klar, war es einfach gegen 10 Mann, aber... Dann so früh schon irgendwie... Naja gut, aber ich meine, die Japaner haben das erste Tor, war ja eine gute Konterchance, haben sehr gut ausgespielt. Ja, also ist... Ja, also von daher... Und ich finde auch, dass sie dann eben, ich meine, außerdem, wer hätte denn gedacht, dass die Japaner in eine Ecke reinschießen? So, also die können schon ein bisschen mehr. Also das wird eine spannende Sache. Ja, vor allen Dingen, die haben eine ganz gute Erfahrung. Also wenn Japan weiterkommt, ist natürlich eine ideale Mannschaft, um im Achtelfinale auszuscheiden. Ja, super, kannst du sofort dagegen wetten. Aber spannende Gruppe. Aber da habe ich keinen guten Zugriff zu. Das sind doch alles so Mittelklasse-Mannschaften, wo keiner im Grunde weiß, wie es geht. Die brauchen alle Hilfe. Ja. Also auch über das Ergebnis oder so. Die brauchen Selbstbewusstsein, da muss mal was klappen. Die können sich nicht aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das kriegen die mental nicht hin. Ja, wird auf jeden Fall interessant hier. Gerade dieses Polen-Kolumbien-Spiel dann am Sonntag. Mal gucken. Ja, das ist da geht's um alles. Loser Leaves Town Match. Da geht's um alles. Das wird ganz lustig. Ja, und Russland ist weiter... Ist gut, wenn der Gastgeber weiter ist für die allgemeine Stimmung. Haben wir erstmal nichts. Ja, aber nicht nur, dass der Gastgeber weiter ist. Es haben ja alle gesagt, die Russen sind totale Scheiße. Ich fand die ja auch schlecht. Und jetzt müssen wir mal sehen. Die haben besser gegen Saudi-Arabien gespielt, also überzeugend, und die Uruguayer nicht. 0. Und sie haben auch gut gegen Ägypten gespielt. Also das Ergebnis war vielleicht ein bisschen zu hoch, aber trotzdem, ich meine, sie haben halt, die machen schon viel Alarm. Der Putin hat da irgendwas. Hat da irgendwelche Pillen freigegeben. Doping im Riechsalz vielleicht auch erst zur Halbzeit verabreicht worden. Ja, keine Ahnung. Oder die Panzerschokolade aus dem Zweiten Weltkrieg ausgepackt. Ich weiß es nicht. Aber ist interessant. Vielleicht ist die Ostblock-Schokolade. Oh Gott, jetzt bin ich albern. Lassen wir das. So, wolltest du noch was dazu sagen zu Ägypten oder sowas? Nö, also ich bin jetzt auch nicht so der größte Ägypten-Fan. Ich finde es nicht fürchterlich schlimm, dass die jetzt ausgeschieden sind. Aber da sieht man mal wieder, Mo Salah ist genau dasselbe wie Lionel Messi. Alleine macht der gar nichts. Es sei denn, du heißt Ronaldo. Also wurde noch schlimmer als bei Lionel Messi. Nur der kann es. Aber der zieht sie ja auch alle mit. Ja, aber Ronaldo kann halt bestimmt... Der Ronaldo ist aber auch körperlicher. Ja? Der kann auch... ich meine, der Messi, der bringt ja keinen Kopfball rein oder der, ja, solche Dinge. Der Ronaldo kann auch einen echten Stürmer spielen. Der Messi ist ja eher so ein offensiver Mittelfeldspieler. Der Mo Salah ist, der braucht eben auch ein bisschen Platz. Und wenn du den nicht kriegst, dann ist recht scheiße. Der Cristiano braucht nicht so viel Platz. Wenn der seine Rübe da reinhält, dann war's das. Das stimmt. Ja, und er hat sich auch in den Bayern-Spielen im Halbfinale schonen können und so. Konnte sich gut dosieren für das Turnier.
Der ist doch schon clever. Gut, das nur Davon, Spaß. unabhängig davon ist er einfach der Beste aller Zeiten. Zack, Ende Ja, da aus. gibt es, glaube ich, jetzt keine Ja? zweite Meinung mehr so langsam. Also ich glaube, alle Messi-Fans sind gerade auch relativ ruhig. Ja, heute haben wir auch Spiele, beziehungsweise ja, die Argentinier gegen die Kroaten hatten wir ja auch schon die Tage drüber gequatscht und diverse andere interessante Spiele. Was sagst du denn dazu? Ich bin immer gespannt, wie die Franzosen mit dem Pressing von den Peruanern klarkommen. Ich glaube schon, dass die wieder einen Weg finden werden zu gewinnen. Ich glaube, dass die Australien super unangenehm war. Also jetzt zu sagen, die Franzosen waren doof, weil sie, oder sind doof, weil sie sich so schwer getan haben mit den Australiern, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die da wieder was finden. Zumal ja die Peruaner auch wirklich kommen müssen. Also unentschieden bringt die ja nicht so richtig weiter. Also das heißt, wird eher ein bisschen offeneres Spiel werden, vielleicht jedenfalls zum Ende, in letzter Viertelstunde, 20 Minuten. Die Dänen, glaube ich, werden sich super schwer tun mit den Australiern, weil die Dänen wollen dich lieber auskontern oder die sind jetzt auch nicht gerade die Mannschaft, die unbedingt dich downbreakt über, sagen wir mal, Kombinationen, so wie die Spanier, die Deutschen das vielleicht könnten. Also die Spanier ja, die Deutschen eher nicht. Aber eine Standardsituation ist was, wo die Dänen auch gut Tore erzielen, aber das ist natürlich gegen die Australier nun wirklich, wirklich schwer. Also von daher, das wird, glaube ich, eine ganz enge Angelegenheit. Das letzte Spiel wird Aber super Standard könnte interessant. das probate Mittel sein, weil da haben sie dann einen Eriksen und ja, wahrscheinlich passiert es ja sogar so. Irgendwie eine 1-0 durch irgendeine Standard Eriksen, schöner Freistoß oder sowas in der Ja, Art, aber könnte ich ich mir weiß nicht, also die vorstellen, weil. Australier sind da auch, also Standardverteidiger sind die Australier super gut. Also ich würde sagen, nicht sagen, dass die Dänen da einen Vorteil haben. Also im Gegenteil, glaube ich eher nicht. Obwohl die nicht schlecht Ja, sind. aber du kennst ja auch die Präzision eines Eriksen-Schützen. Also wenn der einmal richtig den Ball trifft, dann kannst du ja auch eh nicht verteidigen. Also dann ist das wie hier Kolarov oder Kolarov Überzeugt statt, mich ne? nicht so. Ja, und Kroatien gegen Argentinien finde ich super spannend. Weil die auch vorlegen müssen. Die wissen ja nicht, was die Isländer gegen Nigeria machen. Das ist auch taktisch ein spannendes Spiel. Das muss man sich mal angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass sich doch da nachher auf Unentschieden einigen. Die Kroaten haben aber auch immer wieder super Spiele. Ich fand sie im ersten Spiel ehrlich gesagt nicht so stark. Ich fand sie waren sie relativ enttäuschend. Da haben sie auch wieder die Intensität nicht aufgebracht. Haben sie, also Nigeria finde ich schwach. Und mal gucken. Also das wird sicherlich, das wird ein spannendes Spiel. Das muss man dann auch mal sehen, was die Argentinier machen, ob sie offensiv spielen, ob sie eher nicht offensiv spielen. Beide Mannschaften haben ja Probleme, weil sie, finde ich, in der Defensive, auf defensives Mittelfeld beide schlecht sind. Und mal gucken, was die Trainer, die wissen das ja auch, was sie daraus für Schlüsse ziehen. Ja? Also das wird, ich Ja, also meine, okay, also gut Spiel. wir empfehlen dann heute eher keine Pre-Match Wette und wir gehen beide, glaube ich, eher so auf Live-Wetten-Modus. Ich meine, du ja sowieso eigentlich immer. Finde ich aber, glaube ich, heute bei den Konstellationen auch eher empfehlenswert, einfach mal so sich reinzufühlen, zu gucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Ja, Ist ist fast häufig immer so. empfehlenswert, weil man dann einfach sieht, was tatsächlich auf dem Spielfeld passiert und nicht man davon abhängig ist, was man sich selber ausgedacht hat, was manchmal nichts mit der Realität zu tun hat. Deshalb macht man das. Ja. Ja, ich merke schon, ich werde keine Pre-Match-Wette bei dir rauskriegen. Nee, Obwohl, brauchen Tendenzen kann man sich ja immer dann selber zusammenpuzzeln aus deinen Schilderungen. Deswegen ist das Alles alles klar. ganz gut so. Ich bleibe heute auch auf Live-Modus und ich bin sehr gespannt. Also haben wir eigentlich dann aber jetzt auch für den Moment erstmal alles bequatscht, Alles oder? klar, da machen wir noch Abspann. Ja? Okay. Ja, dann quatschen wir ja die Tage wieder. Also ich meine. Das machen wir. Bin gespannt, was passiert. Wir Ich sehen auch. uns Alles und ich klar, viel sage Erfolg. gleichzeitig auch schon mal tschö in die Kamera. Tschüssi. Tschüss.